Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play mit Junk23, dem Redaktionssklaven des Meisters Crimeify höchstpersönlich, dem Gründer und Inhaber von Crimo Games. Ich habe ja bereits die Demo von Resident Evil Revelations auf normal durchgespielt und dazu ein Let's Play gemacht. Habe allerdings daraufhin die Anfrage von Crimeify persönlich bekommen, ob ich das Ganze nicht nochmal auf höllisch spielen möchte. Ich dachte mir, gut. Aber wenn ich das mache, dann zeichne ich das natürlich auch auf. Ich habe jetzt eben mal schnell auf normal durchgespielt, bin einfach mal durchgerannt. Denn das muss ich ja vorher machen, um höllisch wieder freizuschalten. Und tada, da ist es. Stellt ihren Geisteszustand auf die Probe. Daran zweifle ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich zweifle jetzt ehrlich gesagt daran, dass ich das jetzt beim ersten Anlauf schaffen werde. Deswegen ja, zeige ich euch das Let's Play jetzt nur bis zum Tod von Jill. Für die Spiegelung entschuldige ich mich schon mal, aber bei dieser selbstgebastelten Konstruktion zum Halten meines iPhones ist eine bessere Quali gerade nicht drin. Da bin ich mal gespannt. Jill? Parker. Where are you? I don't know. Room feels familiar. It looks like I'm in a mansion. Alright. But we got to regroup. You head for the bridge. Yeah, no problem. Okay, wir wissen ja alle bereits, dass auf leicht hier der erste Gegner rauskommt. Sobald ich aus der Badewanne den Schraubenzieher geholt habe. Okay, wir spielen jetzt auf höllisch. Also das wird ja dann wohl der schwierige Schwierigkeitsgrad sein, wenn nicht gar der schwerste. Wir können also davon ausgehen, dass die Gegner mehr aushalten, dass die Gegner mehr Schaden machen. Und vor allem, dass auch mehr Gegner vorhanden sein werden. Also auch an anderen Stellen. Wo die Gegner auf normal stehen, weiß ich ja. Aber auf höllisch habe ich noch nicht gespielt. Bin dementsprechend ziemlich gespannt. Und glaube ehrlich gesagt auch nicht, habe ich schon mal gesagt, dass ich weit komme. Dort unten steht eine Handgranate. Die hast du auf normal da nicht. Ich glaube, ich sollte sie dementsprechend auch ausrüsten. Ja, dann mal los. Das ist aber ein großer Gegner. Okay, also das hier war gerade ein großer Gegner, der war bei, wenn du auf normal gespielt hast, der letzte Gegner, der dir begegnet ist. Das ist jetzt interessant. Erklärt natürlich aber auch die Handgranate. Okay. War mir so klar. Gut. Der war auf normal nicht hier. Oh, und auf normal
liegt hier nicht nur die Schrotflinte, sondern eigentlich hier auch noch Heilung. Okay, wir sehen, die Munition ist knapp, Heilung ist nicht vorhanden. Dort steht Munition hinter der Kiste, die ist auch normal dort auch nicht. Auf normal liegt hinter diesen zwei Schränken nochmal Munition. Und rechts unten müsste ein Gegner rauskommen. Jetzt ist die Frage, stellen wir uns ihm? Oder rennen wir weg? Aber ich behaupte jetzt einfach mal, wir stellen uns ihm. Yay, wir haben ihn abgestochen. Sind dabei zwar fast krepiert, aber... Ach nö. Das ist auch ein dicker Gegner. Das gefällt mir jetzt natürlich gar nicht. Das auch immer. Okay, der ist dann mal eben geplatzt. Also, wir sind angeschlagen. Munition ist knapp. Wir ignorieren die jetzt am besten mal. Und rennen lieber weiter. Okay, in dem Raum gerade eben waren auf normal kein einziger Gegner dafür Heilung. Wie ihr gerade gesehen habt, war dort wieder ein dicker Gegner, der vermutlich explodiert. Und ein normaler Gegner, wenn nicht gar noch mehr, aber zumindest die beiden haben wir gerade gesehen. Auf normal kommen hier oben zwei rausgefallen. Wir versuchen jetzt dran vorbeizurennen. Scheibenkleister. Okay. Also, wie ihr gerade gemerkt habt, dort kamen jetzt keine zwei von der Decke, mit denen ich ehrlich gesagt fest gerechnet hab. Ein MG gab es in der Demo mal überhaupt nicht. Ach Quatsch, auf normal. Und hier war eigentlich nur das Lesegerät und kein Gegner, der Scanner. Okay, eigentlich haben wir mit dem Scanner hier in diesem Raum allein zwei Objekte gefunden. Na toll. Na toll, überall kommen jetzt gerade Gegner raus. Dort haben wir zwei, dort haben wir zwei.
nutzen wir mal die Tische und versuchen an den Gegnern vorbeizukommen. Denn vier Stück. Scheiße. Okay. Wir haben ja jetzt auch nicht viel Zeit zum Überlegen, denn wir wissen, hinter uns sind ein paar unfreundliche Gesellen, die natürlich schon gleich wieder da sind. Und wir finden Pistolenmunition. Gut. Also ich bin in diesem Augenblick froh, dass die Gegner nicht durch Türen kommen. Denn ansonsten wäre ich jetzt schon tot. Wir wissen, in der leichten, gerade in der normalen Demo, steht hier rechts um die Ecke dann einer der großen Gegner. So wie der, der vorhin am Anfang aus dem Schrank kam. Wir ignorieren ihn jetzt mal gekonnt und wollen in den Fahrstuhl. Scheiße! Ja, scheiße! Leute! Ich hab so ein bisschen die Arschkarte gerade. Kacke, kacke, kacke. Wenn ihr gerade sehen könntet, wie mein Herz rast. Mach die Scheißtür zu. Fuck. Also auf normal hatten wir hier keinen einzigen Gegner im Fahrstuhl. Und hier kommen gleich zwei normale und ein großer. Parker. Jim, are you okay? Nein, ich bin gar nicht okay. Also hier liegt eigentlich noch überall ein bisschen Munition und Heilung, aber die lassen wir jetzt mal liegen, die Demo ist zu Ende. Jetzt kommt nur noch das Video. Okay, wir wurden ja bereits vorgewarnt, dass das den Geisteszustand auf die Probe stellt. Also ich kann ganz klar sagen, dass das höllisch war. was soll man denn dazu noch sagen? Ihr habt es ja gesehen, das war ja... wenn man versucht, sich allen Gegnern zu stellen, dann... ja... Es ist genauso, als würde man versuchen, vom Hochhaus zu springen, ohne einen Kratzer davon zu tragen. Es geht einfach nicht. Oh Gott, ja. Ich habe den Wunsch befolgt, ich habe auch völlig durchgespielt und ich bin verdammt stolz drauf, dass ich das jetzt gerade beim ersten Versuch sogar
geschafft habe, überlebt habe, die Demo zu spielen. Wie das gesamte Spiel dann auch völlig aussieht, das ist dann natürlich, das wird ein Spaß. Aber es ist der 23., das heißt erst in 4 Tagen, was heißt erst, also in 4 Tagen erscheint der erste Vollversion. Und ich freue mich verdammt nochmal drauf und bin froh, dass ich das jetzt auch völlig hinter mir habe und lass mein Herz jetzt erstmal wieder runterkommen von dem Fahrstuhlschock, der jetzt gerade für mich gerade das Schlimmste war. Ja gut, danke fürs Zusehen und probiert's selber aus.